Herzlich willkommen zu Sanfte Gelassenheit, 60 Minuten geführte Meditation für tiefen Schlaf und inneren Frieden. Wir laden dich dazu ein, einen Moment der Ruhe und Entspannung zu finden, während wir uns auf eine Reise in die Tiefe des Schlafs begeben. In dieser einstündigen Meditation werden wir uns auf die Erforschung des inneren Friedens konzentrieren, um deinen Geist zu beruhigen und dir einen tiefen, erholsamen Schlaf zu ermöglichen. Lass alle Gedanken und Sorgen des Tages los und öffne dich für die heilende Kraft der Entspannung. Schließe nun deine Augen und nehme eine bequeme Position ein. Lass deinen Körper zur Ruhe kommen und spüre, wie sich eine tiefe Entspannung in dir ausbreitet. Atme tief ein und durch den Mund aus und lass jede Spannung in deinem Körper los. Lass deine Gedanken zur Ruhe kommen und konzentriere dich vollständig auf den gegenwärtigen Moment. In dieser Meditation werden wir Elemente von Frieden, Zufriedenheit und Liebe erforschen. Wir werden uns auf deinen Atem konzentrieren und ihn als Ankerpunkt nutzen, um deinen Geist zu beruhigen und dir eine tiefe Entspannung zu ermöglichen. Lasse alle äußeren Ablenkungen los und widme dich ganz deinem eigenen Wohlbefinden. Wir werden uns nun auf den Weg machen, um deine Gedanken und deinen Geist zu beruhigen, damit du dich auf einen erholsamen Schlaf vorbereiten kannst. Lass alle Anspannung los und tauche ein in die heilende Kraft der Meditation. Genieße diesen Moment der Entspannung und lass dich von der gesamten Gelassenheit umhüllen. Atme tief ein und aus und spüre, wie dein Körper und Geist zur Ruhe kommt. Nun bist du bereit, dich vollständig auf diese 60-minütige geführte Meditation einzulassen. Tauche in einen immer tieferen Zustand des Schlafs und des inneren Friedens. Spüre, wie jede Faser deines Körpers von einer tiefen Gelassenheit erfüllt wird. Komm in einen Zustand des gegenwärtigen Seins mit allem, was durch dein Bewusstsein fließt. Gedanken, Sinneswahrnehmung, Emotionen, Wünsche und Handlungen. Lass sie sein, lass sie kommen und gehen. Erkenne einige der Möglichkeiten, durch die du im Moment geschützt bist, wie zum Beispiel die Wände um dich herum, gute Menschen in deiner Nähe. Erkenne einige deiner Ressourcen, wie Fähigkeiten, Talente
eine gute Kreditwürdigkeit oder auch einen Führerschein. Rufe ein Gefühl von Stärke und Entschlossenheit in dir hervor. Beachte, dass dein Körper im Moment im Grunde genommen in Ordnung ist, dass dein Herz schlägt, dass du gerade atmest und dass es dir gut geht, auch wenn nicht alles perfekt ist. Sei dir bewusst, wenn du unnötigerweise ein Gefühl der Bedrohung spürst und versuche es loszulassen. Versuche dich von Sorgen oder Planungen zu lösen. Damit kannst du dich später beschäftigen. Du kämpfst nicht mit irgendetwas oder irgendjemandem. Jeder Ärger, jede Verzweiflung, jede Reizbarkeit oder Wut verschwindet. Sei dir bewusst, wenn du unnötig wachsam, gespannt oder ängstlich bist und versuche es loszulassen. Öffne dich für das Gefühl von Sicherheit, soweit wie es vernünftigerweise möglich ist. Du wirst ruhiger und entspannter. Vielleicht spürst du eine Ruhe wie bei einem stillen Bergsee. Es gibt keinen Grund zur Abneigung. Du widerstehst nichts, weder in dir noch in der Welt um dich herum. Du erlaubst und enthüllst ein Gefühl von Frieden. Verweile im Frieden, genieße ihn. Bereichere das Gefühl von Frieden und nimm das Gefühl vollständig auf. Tauche in den Frieden ein, während er in dich eindringt und dieses warme, wohlige Gefühl sich in deinem gesamten Körper ausbreitet. Lass jetzt das Gefühl von Frieden in den Hintergrund deines Geistes treten und bringe etwas in den Vordergrund, das dir Freude, Glückseligkeit oder Dankbarkeit bereitet. Sei dir bewusst, welche Dinge und Ziele du erreicht hast. Erinnere dich an Momente der Zufriedenheit
und Erfüllung. Denke an weitere Dinge, die dir ein Gefühl von Fülle und Wohlbefinden bringen. Lass Enttäuschungen, Frustrationen und Unzufriedenheiten los. Sei nett zu dir selbst in Bezug auf Verluste, während du die Realität akzeptierst. Schaue, ob du in diesem Moment ein Gefühl von Genugtuung finden kannst, sogar Fülle, ohne den Wunsch zu haben, dass dieser Moment etwas anderes ist als das, was er ist. Fühle eine wachsende Zufriedenheit. Es gibt keine Grundlage für das Festhalten. Du jagst nichts im Geist oder in der Welt hinterher. Du lässt zu und entdeckst ein Gefühl von Zufriedenheit. Bleib bei der Zufriedenheit. Genieße sie. Bereichere und absorbiere das Gefühl. Tauche in die Zufriedenheit ein, während sie in dich eindringt. Bleib für einige Atemzüge bei diesem Gefühl. Lass nun das Gefühl von Zufriedenheit in den Hintergrund deines Geistes treten und bringe Dinge in den Vordergrund, die dich geliebt und liebevoll fühlen lassen. Öffne dich und finde eine emotionale Verbindung zu einem anderen Wesen, vielleicht einer Person, einem Haustier oder einer Gruppe von Menschen. Denke an jemanden, der warm oder freundlich zu dir ist, und lasse dies zu einem Gefühl der Fürsorge werden. Erinnere dich an eine Zeit, in der du dich integriert, gesehen und verstanden, geschätzt oder respektiert
oder gemocht und geliebt gefühlt hast. Lass das Gefühl, umsorgt zu werden, dich erfüllen und dein Gesicht, deine Kehle und deine Augen erweichen, dein Herz entspannen und wärmen. Lass alle Ablehnungen, Groll und vergangenen Kummer in Beziehungen los. Wisse, wie es ist, geliebt zu werden. Erkenne Möglichkeiten, die zeigen, dass du ein guter Mensch bist, der sich um andere kümmert. Sei dir einigen deiner Hilfen und Unterstützungen für andere und einige deiner Fähigkeiten bewusst. Lass das Gefühl von Wertschätzung einsinken und lass erneut in dir ankommen, dass du wirklich ein guter Mensch bist. Denke an jemanden, den du magst, jemanden, der dir wichtig ist, jemanden, den du liebst. Finde Mitgefühl und den Wunsch, dass lebende Wesen nicht leiden für jemanden, vielleicht einen Freund in Schwierigkeiten, ein Kind in Schmerzen oder bedürftige Menschen fern oder nah von zu Hause. Finde Freundlichkeit, den Wunsch, dass Wesen glücklich sind. Stelle dir jemanden irgendwo vor, der glücklich ist. Freue dich über das Glück anderer. Lass Neid oder Eifersucht fallen, du musst von ihnen nicht gestört werden. Fühle dich mehr und mehr verbunden mit anderen Menschen, mit allem Leben, sogar mit dem ganzen Planeten und darüber hinaus. Es gibt keine Grundlage dafür, sich an irgendjemanden zu klammern. Du bist bereits mit anderen verbunden, bereits geliebt und liebevoll. Liebe fließt hinein und Liebe fließt hinaus. Du erlaubst und enthüllst ein Gefühl der Liebe. Bleib bei der Liebe, genieße sie, bereichere und absorbiere das Gefühl davon. Lass dich in die Liebe hineinsinken, während sie in dich hineinsinkt.
dass jetzt ein Gefühl von Frieden, Zufriedenheit und Liebe gleichzeitig in deinem Geist entstehen, indem sie einander unterstützen. Ein Gefühl von Ganzheit, deinem natürlichen Zustand. Es gibt ein integriertes Gleichgewichtsgefühl und Wohlbefinden, während du im entspannten Modus deines Gehirns ruhst. Es können Herausforderungen zu bewältigen sein oder Schmerzen im Körper oder Sorgen im Geist auftreten, aber diese stören nicht den Kern von dir. Es besteht kein Bedarf nach Verlangen oder Getriebenheit jeglicher Art. Du erlebst, dass deine Kernbedürfnisse nach Sicherheit, Zufriedenheit und Verbindung mit anderen Menschen in diesem Moment im Grunde erfüllt werden. Du bist zu Hause. Mit dem Ende dieses Videos endet unsere gemeinsame Reise. Doch die Erkenntnisse und Empfindungen, die du während dieser Zeit erfahren hast, können weiter in dir nachklingen. Nimm dir einen Moment, um diese kostbaren Erkenntnisse in deinen Alltag zu integrieren. Die entspannende Musik wird nun noch für den Rest des Videos weiterlaufen. Wir hoffen, dass dieses Video dir geholfen hat, ein Gefühl von Frieden, Zufriedenheit und Liebe zu erleben und gleichzeitig in einen tiefen, entspannten Schlaf zu sinken. Teile doch gerne deine Erfahrungen und Gedanken in den Kommentaren unten mit uns. Bis zum nächsten Mal bei Physio Insight.